aus den Akten des Wiener Sicherheitsbüros: Der Mord im Opernhaus. Nachgezeichnet von Karl Bogner. Dienstag, 12. März 1963. In der Wiener Staatsoper steht für den Abend Richard Wagners Musikdrama Die Walküre auf dem Programm. Beginn 18 Uhr. Jetzt, 2 Stunden vor der Vorstellung, ist es im sogenannten Damentrakt des Opernhauses vollkommen ruhig. Das Personal der Wäscheverwahrung, die sich im 2. Stockwerk neben dem Damenduschraum befindet, hat um 16 Uhr den Dienst beendet und das Haus verlassen. Auch im 3. Stock ist es still. Ballett und Chor werden in der Walküre nicht gebraucht, ihre Garderobenräume bleiben heute deshalb unbenutzt. Lediglich 2 diensthabende Friseusen finden sich kurz vor 17 Uhr dort ein, um sich umzuziehen. Frau, ja? Frau, gehst du noch mal weg? Nein, ich will nur schnell duschen, ehe die Frau Kammersängerin frisieren geht. Ja, eilig aber geschwind. Du, es ist schon fast 5. Ja, ich brauch's mich ganz geschwind auf. Auf die Fliesen, in einer Blutlaken, ein Kind, ein Mädel, kaum voll zugerichtet. Du, mir den Tag tot. Ich weiß nicht, ich hab die Tür aufgemacht, ich sehe das Blut, das Kind, da bin ich Kopf über weggerannt. Das ist ja furchtbar, das muss man ja melden. Bei wem denn? Der Hausfeuerwehr müsste zuständig sein. Bleib du da, ich renn geschwind, ja? Nicht da. Ach Gott. Pünktlich um 18 Uhr beginnt die Vorstellung von Wagners Walküre. Doch keiner der 2000 Zuschauer ahnt, welch grauenvolle Untat eine Stunde zuvor im Duschraum des Damentraktes verübt worden war. Uhr. In der Staatsoper treffen sämtliche Beamte und Spezialisten der Mordkommission ein. An ihrer Spitze Hofrat Dr. Franz Heger, der Vorstand des Wiener Sicherheitsbüros. Während die Vorstellung ungestört weitergeht, laufen weit ab von der Bühne die Ermittlungen der Mordkommission an. Mittwoch, 13. März 1963. Schlagzeile der Wiener Zeitungen. Mord in der Oper. 12-Jährige von Wüstling erstochen. Eine grauenhafte Tat hält seit gestern Abend die Wiener Sicherheitsbehörden und die Öffentlichkeit in Atem. In der Staatsoper am Ring ist gestern Nachmittag um 17 Uhr ein 12-jähriges Mädchen ermordet worden. Es handelt sich dabei um ein Mitglied der Opernballettschule, die Gymnasiastin Dagmar Furich. Schon die erste Untersuchung am Tatort führte zu der eindeutigen Feststellung, dass das Kind einem Lustmörder in die Hände gefallen ist, der es mit Messerstichen geradezu zerfleischt hat. Vom Täter fehlt bis jetzt jede Spur. Einen Tag nach der Entdeckung des Verbrechens findet im Sicherheitsbüro eine erste Lagebesprechung der Mordkommission statt. So, meine Herren, gehen wir einmal bitte die bisherigen Ermittlungsergebnisse der Reihe noch durch. Bitte. Herr Kollege, Sie haben den Weg der Dagmar Furich von der elterlichen Wohnung zum Opernhaus und dann bis zum Tatort rekonstruiert, gell? Wie schaut denn das im Einzelnen aus? Na bitte. Laut Angabe des Vaters hat das Mädchen genau um 16.15 Uhr die Wohnung verlassen. Wollte sie in die Staatsoper, um in die Ballettstunde zu gehen? Richtig. Aha. Sie ist mit der Autobuslinie 6 bis zur Haltestelle Kärntner Straßen gefahren. Und das geht aus der Markierung des Fahrscheins hervor, den wir im Handtaschen des Mädchens gefunden haben. Beiläufig um 16.35 Uhr dürfte sie dann das Bühnenhaus betreten haben. Und zwar durch den Bühneneingang Kärntner Straßen.
Hier, der Herr Kollege und ich sind heute in der Früh die Strecke vom Bühneneingang quer durch das Parterre und über die Stiegen hinauf zum zweiten Stock, wo sich der bewusste Duschraum befindet, mehrmals abgegangen, nicht wahr, Herr Kollege? Ja, selbstverständlich haben wir darauf bedacht genommen, wie schnell so ein 12-jähriges Kind diesen Druck legen kann. Ja. Wir sind dabei auf einen Mittelwert von circa 3 Minuten gekommen. Heißt das zum zweiten Stock oder bis zum Duschraum? Nein, nur bis zum Treppenabsatz von der zweiten Etage. Weil dort, wie es bis jetzt ausschaut, die Dagmar Furich, die zwar zur Ballettschule im vierten Stock gewohnt hat, mit größter Wahrscheinlichkeit jemanden, wahrscheinlich dem Täter, begegnet sein dürfte. Und mit dem sie dann aus bisher nicht bekannten Gründen zum Duschraum gegangen sein dürfte. Also wenn unser Test stimmt, müsste diese Begegnung um 16.38 Uhr stattgefunden haben. Naja, das tät sich sogar ziemlich genau mit dem Obduktionsbefund decken. Dort wird nämlich der Eintritt des Todes mit 16.45 Uhr fixiert. Um 17 Uhr ist ja dann die Tat bereits durch eine Friseuse entdeckt worden. Aber dann scheint in der Oper nur noch Konfusion geherrscht zu haben. Die Friseuse rennt zu ihrer Kollegin, die glaubt, den Löschmeister der Hausfeuerwehr für zuständig. Der zwar den einzig richtigen Gedanken hat, nämlich den diensthabenden Polizeikommissar zu verständigen, weil der aber gerade auf seinem Kontrollgang durchs Haus ist, kann ihn angeblich nicht erreichen. Blödsinn, schließlich gibt es in der Stadt so ein paar Sprechanlagen. Von der der Herr Löschmeister aber anscheinend noch nie was gehört hat. Also geht er auf der Suche nach jemandem Zuständigen zum Betriebsbüro. Dort probiert man telefonisch das Wachzimmer in der Goethestraße zu erreichen. Weil es aber nicht funktioniert, bemüht sich endlich wer zu Fuß in die Goethestraße. Das ist ja zum Lachen. Nein, das ist eher zum Weinen. Sage und schreibe, um 17:45 haben wir endlich die Meldung, glücklich im Sicherheitsbüro kommt. Und der Täter hat 3/4 Stunde Vorsprung. Genau. Anscheinend ist in der ganzen Oper niemand auf den Einfall gekommen, dass sowas wie einen Polizeinotruf gibt. Gens, was heißt Polizeinotruf? Wer denkt dann an Polizeinotruf, wenn er nicht selber unmittelbar in Gefahr ist? Leider. So, gehen wir also zum nächsten Punkt. Die Räumlichkeiten der Kinderballettschule liegen im vierten Stock des sogenannten Damentrakts. Es muss also jetzt vor allem geklärt werden, weshalb, wieso und warum ist die kleine Dagmar in den Duschraum im zweiten Stock gekommen. Nach Aussage der Leiterin der Ballettschule hat sie ja dort überhaupt nichts zu suchen. Also bitte, Herr Polizeirat, die Ballettmeisterin hat mir übrigens die Dagmar Furich als ein äußerst wohlerzogenes Mädchen geschildert. Sehr ein scheues Wesen und besonders Fremden gegenüber von größter Zurückhaltung. Ja. Die Ballettmeisterin ist deshalb der Überzeugung, dass es sich bei dem Täter eigentlich nur um jemand vom Haus handeln kann. Ach. Das Kind müsste den Betreffenden wahrscheinlich gekannt haben. Sie hält es für ausgeschlossen, dass die Dagmar einem Fremden zum Duschraum gefolgt wäre. Na gut. Aber das Kind könnte doch auch von einem Mann, der ihm unbekannt war, mit Gewalt in den Duschraum hineingezerrt worden sein. Moment, Herr Kollege, Moment. Mit Gewalt? Ja. Aber dagegen spricht doch die Tatsache, dass das Kind im Duschraum sein Mantel ordentlich auf den Haken gehängt hat, das Handtaschel fein säuberlich auf die Bank gestellt hat. Na schön, gehen wir zunächst einmal von der Annahme aus, dass es sich bei dem Täter tatsächlich um eine Person handelt, die der Staatsoper angehört und dem Mädchen bekannt war. Also ich kann mir nicht helfen. Schon allein der umständliche Fluchtweg des Täters, den uns ja durch Blutspuren so deutlich markiert hat. Also allein dieser merkwürdige Fluchtweg lässt doch viel eher auf eine hausfremde Person schließen. Ja, wieso denn, Herr Kollege? Na, ich bitte Sie. Einer, der sich im Opernhaus auskennt, der geht doch, wenn er vom zweiten Stock die Stiegen runterkommt, gleich beim Portier in der Operngassen hinaus. Der macht doch nicht erst den Umweg durchs ganze Parterre, damit er dann endlich auf der drüberen Seite beim Bühnenausgang Kärntnerstraßen ins Freie gelangt. Aber Herr Kollege, gerade der Fluchtweg spricht doch dafür, dass es sich um keinen Hausfremden handeln kann. Da möchte ich aber neugierig sein. Na schauen Sie bitte, wenn der Täter versucht hätte, durch den natürlich näher gelegenen Ausgang Operngassen ins Freie zu kommen, dann wäre doch mit größter Wahrscheinlichkeit dort dem Portier aufgefallen. Warum denn gerade dort? Na, weil sie in der Walküre doch kein Ballett oder sowas brauchen. Ergo ist gestern beim Bühnenteil Operngasse kaum jemand aus- und eingegangen. Das ist ja richtig. Dagegen wird der Eingang in der Kärntnerstraße, kurz vor der Vorstellung, von fast alle Orchestermusiker und dem technischen Personal benutzt. Das Risiko, dort aufzufallen, war also doch erheblich geringer. Über solche Möglichkeiten kann aber doch nur einer Bescheid wissen, der sich im Haus auskennt. Na, drum sage ich ja, der Täter muss irgendwie dem Personal der Staatsoper angehören. Naja, auf alle Fälle wäre dann ja der Personenkreis, was für eine eventuelle Täterschaft in Frage kommt, immerhin schon einigermaßen eingegangen. Nein. Da möchte man nicht so ganz sicher sein, Herr Kollege.
Jedenfalls der Chef, der Hofrat Heger, hält die Theorie, dass es sich bei dem Täter um einen Angehörigen der Staatsoper handeln könnte, ebenfalls für äußerst relevant. So. Ja, er ordnet deshalb eine lückenlose Überprüfung des gesamten männlichen Personals der Staatsoper. Auf Deutsch einfach alles durchkampen, von Opernstar bis zum letzten Kulissenschieber. Servus. Ja, meine Herren, das sind immerhin fast 2000 Personen. Da aber der Herr Hofrat die zweite Theorie nicht ausschließt, nämlich, dass es sich bei dem Täter auch um eine hausfremde Person handeln könnte, sind noch folgende Recherchen notwendig. Überprüfung aller registrierten sexuell abwegigen Personen, also Sadisten, Schänder, Notzüchter und ähnliche Triebtäter. Dann müssen wir die Irrenanstalten überprüfen, neu aufgenommene, in entlassene oder flüchtige Personen. Weiters haben wir noch die Strafanstalten zu überprüfen. Dann müssen wir noch die Mitschülerin der Dagmar Furich befragen, alle Mitglieder der Ballettschule. Weiters Erhebungen bei deren Eltern und Bekannten. Ne? Ja. Da aber auch die Öffentlichkeit durch Rundfunk und Presse zur Mitarbeit aufgerufen worden ist, müssen wir selbstverständlich allen Hinweisen, die aus der Bevölkerung kommen, nachgehen. Ne? Ja, klar, ja. Gut, meine Herren, das wäre es also zunächst. Gehen wir an die Arbeit. Ja, kommt was auf uns. Die größte Fahndungs- bzw. Befragungsaktion, die es in Wien je gegeben hat, war somit in Gang gebracht worden. 150 Kriminalbeamte sind zunächst mit der Aufklärung des Mordes an der Schülerin Dagmar Furich beschäftigt. Die Polizeidirektion setzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, die für Wiener Verhältnisse ungewöhnlich hohe Prämie von 20.000 Schilling aus. Doch vom Opernmörder, wie er jetzt allgemein genannt wird, fehlt noch immer jede Spur. Freitag, 15. März 1963. Im Sicherheitsbüro findet eine Pressekonferenz statt. Ja, meine Damen und Herren von Presse und Rundfunk. Was kann ich Ihnen also berichten? Im Sicherheitsbüro laufen die Telefone aus. Seit Tagen werden wir mit Hinweisen, mit Wahrnehmungen, die man gemacht hat oder glaubt gemacht zu haben, förmlich bombardiert. Selbstverständlich wird jeden auch den unscheinbarsten Hinweis nachgegangen. Aber einen konkreten Hinweis auf die Person des Opernmörders gibt es leider noch nicht. Bitte, wie ist das eigentlich? Kann denn das Sicherheitsbüro, das bitte, wir wissen das ja alle, doch unter chronischem Personalmangel überhaupt so viel Kriminalbeamte aufbringen, um diese Mammutaufgabe an Einvernahmen, Ermittlungen, Überprüfungen... Jetzt soll das schon in die Tausende gehen. Ja. Kann das Sicherheitsbüro das überhaupt bewältigen? Ja. Sie streuen Salz in eine offene Wunde, Herr Redakteur. Und wenn wir mit unseren eigenen Leuten auskommen müssten, dann würden die Einvernahmen bis nach Pfingsten dauern. Aber wir haben jetzt von den 23 Wiener Polizeikommissariaten alle nur irgendwie verfügbaren Beamten abgezogen und es sind jetzt ungefähr 1000 Beamte mit diesem Fall beschäftigt. Ich hätte eine Frage, bitte. Ja, bitte, Frau Doktor. Und zwar einem Andi zufolge soll sich die kleine Dagmar Furich noch vor kurzem bei ihren Eltern beklagt haben, dass sie im Ballettsaal von einem unbekannten jungen Mann belästigt worden sei. Ja, er habe sie umarmt, in die Höhe gehoben und ihr die Hand getätschelt. Wissen Sie etwas? Ja, natürlich. Dazu kann ich Ihnen etwas sagen. Der betreffende junge Mann konnte gestern ausgeforscht und zur Sache einvernommen werden. Es handelt sich um ein Mitglied der Staatsoper, einen Tänzer, und er hat das Vorkommnis ohne weiteres zugegeben und erklärt, es hat sich lediglich um einen Spaß gehandelt, wie er ihm beim Theater und zwischen Kollegen halt manchmal vorkommt. Im Übrigen konnte der Mann für den Tag, an dem der Mord verübt worden ist, ein einwandfreies Alibi erbringen. An diesem Tag war er gar nicht in Wien. Mehrere glaubhafte Zeugen haben bestätigt, dass er am 12. März in Klagenfurt gastiert hat. Ne? Also man könnte immerhin von einem gewissen Teilerfolg der Kriminalpolizei sprechen. Wieso, Herr Kollege? Erlauben Sie aber, ich meine, da wird einer verdächtigt, aber kann aber sofort ausgeforscht und rehabilitiert werden. Also das ist doch schließlich, zugegeben, wenn auch ein kleiner, aber doch ein Erfolg. Ja, bitte. Also, Herr Redakteur, wenn Sie es so nennen wollen, bin ich Ihnen sehr dankbar dafür. Aber dann darf ich darauf hinweisen, dass wir noch zwei weitere kleine Erfolge erzielt haben. Zwar nicht wir, sondern das Gerichtsmedizinische Institut. Und ich bitte darüber, den Herrn Kollegen von der Gerichtsmedizin zu berichten. Ja? Meine Damen und Herren, es handelt sich da zunächst um das Ergebnis der Obduktion.
Wir konnten feststellen, dass Dagmar Furich, für die Angehörigen mag darin vielleicht ein kleiner Trost liegen, dass das Kind vor seinem Tode glücklicherweise keine große Qualen erdulden musste. Ja, die Würgemale am Hals des Kindes beweisen, dass es bereits bewusstlos gewesen ist, als es der Täter mit dem Messer so bestialisch zugerichtet hat. Ferner ist es gelungen, anhand der Verletzungen, die das Mädchen erlitten hat, in etwa die Form der Tatwaffe zu rekonstruieren. Bitte, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen hier eine Zeichnung überreichen, auf der zu sehen ist, wie die Waffe beiläufig ausschauen dürfte. Bitte, weiter. Vermutlich handelt es sich um einen Dolch oder um ein fixierbares Klappmesser, jedoch keinesfalls um eines der handelsüblichen Springmesser. Ja, meine Damen und Herren, für uns wäre es sehr wichtig, dass diese Zeichnung in der Presse veröffentlicht wird. Die Frage dazu müsste lauten, wer weiß, in wessen Besitz sich ein solches Messer befindet. Bitte, Fräulein, ja. Herr Polizeirat, ja, bitte. Sie haben vorhin erwähnt, dass zwischen Triebtätern und ihren Opfern in der Regel kein Konnex besteht. Demnach wäre es ja durchaus möglich, dass es sich bei dem Opernmörder auch um eine Person handeln könnte, die nicht der Staatsoper angehört. Ja, es ist jedenfalls nicht auszuschließen. Ein Fremder könnte dem Kind vielleicht nachgegangen sein und hat es dann im Duschraum überfallen. Aber ich bitte Sie, kommt denn überhaupt ein Außenstehender so ohne weiteres in das Operngebäude hinein? Ja. Frau, da berühren Sie einen Punkt, der leider geradezu grotesk anmutet. An den Bühneneingängen der Staatsoper gibt es nämlich, wie sich jetzt herausgestellt hat, so gut wie keine Kontrolle. Auch die Passierscheinpflicht ist schon seit langer Zeit aufgehoben. Also das darf doch nicht wahr sein. Wir haben Hausfeuerwehrleute sogar erzählt, dass sie schon oft Männer, die aber keineswegs zum Opernpersonal gehören, haben beobachten können, wie die probiert haben, durch Türspalten und Schlüssellöcher in die Garderobe der Ballettdamen zu blenden. Ja, die Feuerwehrleute, die haben sogar einen eigenen Spitznamen für die Voyeurs. Sie nennen es Ballettabstauber. Umso merkwürdiger finde ich es dann, dass ausgerechnet den Eltern der Ballettschülerinnen das Betreten des Opernhauses verboten wird. Ja, das ist richtig, Fräulein. Aber den meisten Müttern und Vätern gelingt es trotzdem immer wieder beim Portier vorbeizuwischen. Sie tun ganz einfach so, als ob sie zum Haus gehören täten und mit einer freundlichen Mahlzeit sind sie auch schon drin. Ne? Ja, aber seit drei Tagen geht da nichts mehr. Vorgestern habe ich mich mit diesem Dreck am Portier vorbeischummeln wollen. Aber schon hat es geheißen, halt, wohin? Wer sind Sie? Ausweis bitte. Diese Maßnahme kommt aber ein bisschen spät, möchte ich sagen. Aber Frau Kollegin, für Wiener Verhältnisse. Ja. Meine Damen und Herren, keine Fragen mehr? Nein, dann danke ich Ihnen. Moment. Abschließend darf ich dann vielleicht noch auf eine Erfahrungstatsache hinweisen. Triebtäter belassen es selten bei einem Verbrechen. Wenn ein solcher nicht unmittelbar nach vollbrachter Tat ausgeforscht werden kann, hat die Polizei eigentlich nur die eine Chance, nämlich abzuwarten, bis der betreffende Täter, ich weiß, das klingt vielleicht jetzt etwas makaber, aber bis eben der Täter wieder aktiv wird. Bitte, dieses Faktum sollen Sie aber nicht publizieren. Sie wissen ja, unter Umständen könnte sowas in der Bevölkerung eine Panikstimmung hervorrufen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Danke. Freitag, 22. März 1963. Vom Dach der Wiener Staatsoper weht eine schwarze Fahne. Das unglückliche Ballettmädchen Dagmar Furich wird zu Grabe getragen. So viele Menschen hat der Grinzinger Friedhof noch nie auf einmal gefasst. Mehr als 10.000 Wiener waren trotz heftigen Schneetreibens gekommen, um der kleinen Dagmar Furich das letzte Geleit zu geben. An der Spitze von rund 300 Opernhausmitgliedern nahm auch Opernchef Herbert von Karajan am Begräbnis teil. Kammersängerin Gundula Janowitz sang das Ave Maria von Gounod. Eine der ergreifendsten Szenen, der Augenblick, als die mit Veilchen und Anemonen geschmückten Ballettschuhe Dagmars auf den Sarg gelegt werden. Unter den Trauergästen befanden sich auch 500 Kriminalbeamte und alle Zeugen, die den Mörder auf der Flucht angeblich beobachtet hatten. Vielleicht hatte man gehofft, dass es den Täter zum Grabe seines Opfers ziehen könnte.
Diese Hoffnung erfüllt sich jedoch nicht. Die Spur des Opernmörders scheint im Sande zu verlaufen. Drei Monate nach dem Mord an Dagmar Furich wird die Wiener Bevölkerung durch mehrere, kurz hintereinander auf Frauen verübte Überfälle beunruhigt. 17. Juni 1963. Um 18 Uhr betritt die 25-jährige Angestellte Waltraud Engelmeier den Zuschauerraum des Ohne-Pause-Kinos am Graben. Noch während sie ihren Platz aufsuchen will, verspürt die junge Frau plötzlich einen heftigen Schlag in der Hüftgegend. Erst als Waltraud Engelmeier sich niedersetzt, merkt sie, dass sie an der Hüfte blutet. Sie wird ins Krankenhaus gebracht, wo man eine fast 2 Zentimeter tiefe Stichwunde in der Nierengegend feststellt. In der Augustinerkirche wird die 22-jährige amerikanische Studentin Virginia Chieffo von einem Mann angefallen und durch 5 Messerstiche schwer verletzt. 2. August 1963. Am Abend dieses Sommertages sitzt die 41-jährige Trafikantin Maria Brunner im Stadtpark auf einer Bank in der Nähe des Johann-Strauß-Denkmals. Plötzlich verspürt sie einen starken Schlag im Nacken. Da sie in ihrer Umgebung niemand bemerkt, vermutet sie zunächst, irgendwelche Lausbuben hätten vielleicht mit Steinen geworfen. Kurz darauf kommt an der Bank eine Spaziergängerin vorbei und sagt, um Gottes Willen, Sie bluten ja im Nacken. Diese Frau zeigt auch den vermutlichen Täter, einen jungen Mann, der nicht weit von den 2 Frauen dem Ausgang zugeht. Auch andere Besucher des Stadtparks sehen diesen Mann, doch niemand verfolgt ihn oder versucht, einen Polizisten herbeizuholen. Bei der verletzten Trafikantin wurde im Nacken eine 17 cm lange Schnittwunde festgestellt. Das Sicherheitsbüro steht vor einem Rätsel. Innerhalb von 6 Wochen werden in der Wiener Innenstadt und an keineswegs menschenleeren Plätzen 3 Messerattentate auf Frauen verübt, und immer gelingt es dem Täter, unerkannt und unbehelligt zu entkommen. Zwar liegt durch die Aussagen der amerikanischen Studentin und einiger Stadtparkbesucher eine ungefähre Personenbeschreibung des Messerstechers vor. Es soll sich bei ihm um einen jüngeren Mann handeln, dessen markantestes Merkmal, und hierin stimmen alle Zeugen überein, sein nettes Aussehen sein soll. Der Polizei ist damit nicht viel geholfen. Schließlich gibt es in Wien einige tausend nett aussehende junge Männer. Die Mordkommission beschäftigt jetzt vor allem die Frage, was ist dieser Unbekannte für ein Mensch? Um einen Räuber dürfte es sich wohl kaum handeln, hatte er doch keinem seiner Opfer etwas weggenommen. Sein Verhalten lässt eher auf einen Wahnsinnigen oder einen Triebtäter, vielleicht auch auf einen pathologischen Frauenhasser schließen. Am 6. August betritt die 64-jährige Hausfrau Emma Lasch den Flur ihres Wohnhauses, Tuchlauben 3. Sie öffnet ihre Handtasche. Wo habe ich denn da das Schlüssel zu meinem Lift? Ich weiß nicht. Geht her! Oder? Bart Josef! Halt doch die Pappen, alte Funzen! Was hat er denn da hingeschmissen? Eine Gabel? Wart du, Fallot! Ich komm da! Hilfe! 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 Aufhalten! Hilfe! Araba! Aufhalten! Ist das geschehen? Habt ihr euch? Ein Wachmann geholt! Polizei! Polizei! Geschwind! Ein Wachmann! So! Da ins Nachbarhaus ist er nicht der Fallot, der Miserabliche! Ausrauben hätte er mich wollen! Ich bitte, holt's doch die Polizei! Holt's doch gerade einen Wachmann! Frau, Sie bluten ja da am Hals. Ja, tatsächlich, jetzt spüre ich es erst richtig. Der hat mich ja gestochen, mit einer Gabel. Mit einer Gabel? Ja, kommt den Nonne bei der Wachmann. Sehen Sie, da in dem Haus muss der Kerl drin sein. Gerade habe ich noch Neuwischen gesehen. Ja, dann ja, Wachmann. Da kommt der meine Herrscher auf den Platz. Ja, ja, bitte, geht doch weiter. Ruhe, meine Herrschaften, geht's doch weiter, bitte. Gottlob, dass da sein, Herr Inspektor. Also, was ist los? Wer hat mir gesagt, der Mord? Ja, aber so nichts. Überfallen bin ich worden. Gestochen hat er mich. Mit einer Gabel, Inspektor. Ja, wer? Der, der da im Haus drin ist.
Ich bitte den Herrn Speck, arretieren Sie ihn, den Weichmörder. Ja, sonst rennt er hinten. Ich werde das Haus sofort durchsuchen. Also das ist ja geollerhand, am helllichten Tag. Ja, also mitten im Zentrum. Also sowas hätte es früher nicht gegeben. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, genau. Bei Ihnen. Stellen Sie ihn auf, gerade will ich den Schlüssel für den Lift aus meiner Handtasche nehmen. Ja. Plötzlich hält mir wer von hinten den Mund zu. Am Hals spüre ich sowas wie einen Stich. Was? Mit aller Kraft reiß ich mich aber los, dreh mich um. Steht doch da einer vor mir, der hat eine Gabel und zischt. Mit einer Gabel? Ja. Aber dann fange ich auch schon zum Schreien an. Hilfe! Na ja, das haben wir ja gekommen. Ja, er wirft die Gabel am Boden und rennt bei der Haustür raus. Ich nix wie hinter 300 Grad habe ich es noch gesehen, wie er da in das Haus verschwindet. Das aber da vor der Haustür bleibe ich jetzt postiert, bis der Wachmann den Verbrecher, den Elendigen, gefangen hat. Gut, Respekt, eine resolute Dame. So viel Courage hätte ich nicht gehabt. Sieht vor immer. Wenn ich auch schon 65 bin. Was, 65? Gut, bei Nacht. Ich bin Courage, habe ich heute halt, oder bei Nacht. So, jetzt bringt er, jetzt hat er. Schaffst ihn an. Das ist er. Also bitte, gnädige Frau, ist das der Mann, der was Sie attackiert hat? Tun Sie den Kopf in die Höhe. Ist also richtig drin gewesen in dem Haus. Na also. Wo haben Sie den aufgestöbert, Herrn Spektakel? Da oben im dritten Stock, hinter einem Mauervorsprung. Ach, das schau. Aber jetzt bitte, gnädige Frau, ist es? Verstecken. Wo ist denn? Natürlich ist es. Sind Sie wirklich auch ganz sicher? Wenn ich Ihnen sage, Herr Inspektor. Fast nicht zum Glauben. No. Dabei schaut der Mensch doch so nett aus. Ja, so ausschaut er nicht. Da hat der Herr recht. Herr Inspektor. Ja, gnädige Frau. Es ist nur wegen dem Pullover heute. Was hat sie? Ja, was denn für ein Pullover? Ja, also eigentlich möchte ich beinahe darauf schwören, dass der, was mich überfallen hat, einen schwarzen Pullover angehabt hat. Nein, der hat keinen Pullover an. Jetzt haut sie noch um, was? Sehen Sie vielleicht an mir einen Pullover? Ich hab nämlich gar keinen. Und einen schwarzen schon gar nicht. Sie werden es nicht frech, ja? Also, die Frau, schauen Sie Ihnen den Menschen noch einmal ganz genau an. Bitte. Gleich antwortet er immer auf alle Fälle. Wie aus dem Gesicht gerissen. Vielleicht der Herr Zwillingsbruder. Nur halt der Pullover. Da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Ah, da hören Sie es ja selber, Herr Inspektor. Die Dame ist sich unsicher. Eine Verwechslung. Also dann haben Sie vielleicht die Güte und nehmen Sie mal die Haftel da oben. Ist ganz chefreich, ist der. Aber bist du vielleicht nicht so sehr unangenehm für ihn werden, wenn Sie mich da wie einen Verbrecher behandeln. Sehe, ja nicht renitent werden, ja? Wie heißen Sie? Heißen soll ich mich vielleicht vorstellen. Papiere, Ausweis. So Bücher. Weder noch. Was? Der hat ja nicht mal einen Ausweis dabei. Haben Sie immer Ihren Ausweis? Na, aber ist immer. Herr Inspektor. Kneffer, ich muss Sie ebenfalls bitten, mit aufs Kommissariat zu kommen. Ihre Aussage muss protokolliert werden. Ja, versteht Sie, dass ich mitgehe? Zuerst hole ich aber nur geschwind durch die Gabel aus unserem Hausgang. Das möchte doch ein Dings, ein Corpus Delicti sein. Ja, weil er mich doch damit am Hals gestochen hat. Ja, wenn die Finger abdrücke, wenn die Finger abdrücke. Die Dame muss krank sein. Die hat Fieber, die fantasiert ja. Aber ich werde jetzt aber gleich... Tun Sie den Mund halten. Respekt, aus der Buglergassen kommt gerade der Streifenwagen. Wir werden schwer mit dem. Wir können uns gleich aufs Kommissariat mitnehmen. Also, vorwärts, Burschall. Auf jeden Fall. Was denn? Vormer, Ergnoden. Auf dem Kommissariat gibt der Festgenommene nach langem Zureden endlich an, dass er Josef Weinwurm heißt, 1930 in Niederösterreich geboren und von Beruf Verkäufer ist. Den Überfall auf die alte Dame leugnet er rundweg ab. Polizisten durchsuchen nun das Haus, in das Weinwurm geflüchtet war. In einem Abfallkübel entdecken sie einen schwarzen Pullover. Weinwurm muss diesen Pullover überziehen und wird in dieser Adjustierung Frau Lasch noch einmal gegenübergestellt. Mit absoluter Sicherheit erkennt sie jetzt in ihm den Mann, der sie überfallen hatte. Weinwurm wird daraufhin sofort dem Sicherheitsbüro überstellt. Sie, Weinwurm, ich frag Sie jetzt noch einmal. Geben Sie zu, gestern Nachmittag im Haus Tuchlaub Nr. 3 die 64-jährige Hausfrau Emma Lasch in räuberischer Absicht überfallen und am Hals mit einer Gabel verletzt zu haben?
Herr Kommissär, Sie fragen mich allebei wieder das Gleiche. Also muss ich Ihnen auch allebei wieder die gleiche Antwort geben. Gar nichts, gebe ich zu. Das sagen Sie mir jetzt schon seit etlichen Stunden. Trotzdem möchte mich heute so manches interessieren. Zum Beispiel diese Gabe da. Eigentlich ist das ja mehr ein Kuchengaberl. Wo haben Sie denn das her? Erwarten Sie von mir eine Antwort, Herr Kommissär? Nicht unbedingt, Herr Reinwurm. Wir wissen es ja eh bereits, dass Sie dieses Gaberl gestern in ein Kaffeehaus im 2. Bezirk mitgenommen lassen. Das kostet mich gerade ein Loch, Herr Kommissär. Ja, bitte, lachen Sie ruhig. Doch der schwarze Pullover da, der gehört doch Ihnen, nicht wahr? Das behaupten Sie, Herr Kommissär. Ins Weinwurm, seien Sie doch gescheit. Die Frau Lasch hat Ihnen einwandfrei identifiziert. Da liegt der Pullover, da das Gaberl. Jetzt geben Sie doch heute schon endlich zu, den Überfall begangen zu haben. Herr Kommissär, sparen Sie noch die Schmäh. Mit der Weichentour geht bei mir nichts. Sie vertun nur innere Zeit. Von jetzt ab rede ich überhaupt nichts mehr. Die Kriminalisten vermuten aufgrund gewisser Ähnlichkeiten in der Art, wie die Überfälle im OP-Kino, in der Augustinerkirche und im Stadtpark verübt wurden, dass Weinwurm auch diese Straftaten begangen haben könnte. Zwei Tage nach seiner Festnahme versucht das Sicherheitsbüro, durch eine Konfrontation mit Augenzeugen Weinwurm der Täterschaft zu überführen. Aus einer Gruppe von Polizeibeamten, alle in ähnlicher Zivilkleidung, sollen diese Zeugen den Messerstecher herausfinden. Als erste betritt die amerikanische Studentin den Raum. Langsam, jeden Einzelnen genau betrachtend, geht sie an den Männern vorbei. Im Büro des Polizeirats gibt sie zu Protokoll: Der zweite von rechts ist es. Ich erkenne ihn ganz sicher wieder. Ich weiß nicht, ob er damals auch so angezogen war, aber es gibt keinen Zweifel. Er ist der Mann, der mich in der Augustinerkirche überfallen hat. Die Polizisten nehmen nun mit Weinwurm eine andere Gruppierung ein. Dann wird die Trafikantin hereingeführt, die im Stadtpark einen Stich in den Nacken erhalten hatte. Eingehend mustert sie die ihr gezeigten Männer. Dann sagt sie: Der dritte Mann von links. Das ist er. Zwei weitere Zeugen agnoszieren Weinwurm ebenfalls als den Messerstecher vom Stadtpark. Endlich werden die sieben Männer noch der jungen Bankbeamtin gezeigt, die am 17. Juni im OP-Kino durch einen Stich in die Nierengegend verletzt wurde. Sie gibt zu Protokoll: Vielleicht ist es der Mann, auf den ich gezeigt habe. Allerdings kann ich das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil es im Kinosaal damals dunkel gewesen ist. Abgesehen von der verständlichen Unsicherheit der letzten Zeugin ergab die Konfrontation ein eindeutiges Ergebnis. Josef Weinwurm ist so gut wie überführt. Doch Weinwurm sagt: Was heißt überführt? Habe ich was zugeben? Sie bleiben also dabei, die Ihnen angelasteten Überfälle nicht begangen zu haben. Herr Kommissär, wie oft wollen Sie mich eigentlich noch danach fragen? Ich habe Ihnen haben jetzt Zeit. Unendlich viel Zeit. Und eine himmlische Geduld. Aber merken Sie einen Weinwurm, auch die längste Geduld hat einmal ein Ende. Und wenn es sein muss, können wir einen anderen Ton miteinander reden. Also da draus mit der Sprache jetzt. Waren Sie am 17. Juni im Ohne-Pause-Kino? Waren Sie am 30. Juli in der Augustinerkirche? Waren Sie am 2. August im Stadtpark? Was Sie nicht alles wissen möchten. Na, jetzt brauchen Sie gerade noch behaupten, dass Sie vorgestern auch nicht den Raubüberfall auf die Frau Lasch verübt haben. Was? Ja, Gott sei fix, reden Sie schon gefälligst einen Ton. Wenn ich wirklich was gemacht haben soll, kann ich mich überhaupt nicht drauf erinnern. Ich leide nämlich zeitweilig unter Bewusstseinsstörungen. Ach, da schau her. Bewusstseinsstörungen. Na, aber so gestört wird das werte Bewusstsein ja nicht sein, dass uns nicht verraten könnten, wo es das letzte halbe Jahr logiert haben. Logiert, logiert. Ja, logiert. Irgendwo halt, bei einer Freundin. Bei einer Freundin? Aha. Und wer ist es? Wo wohnt die Dame? Sucht es euch doch selber. Für was habt ihr denn eure Kieberer? Jetzt reicht's mir aber langsam, Weinwurm. Ich frag Ihnen noch einmal im Guten. Wo haben Sie das letzte halbe Jahr einen Unterstand gefunden? Herr Kommissär, selbst wenn Sie mich zwei Jahre Tag für Tag danach fragen. Von mir erfahren Sie nichts. Im Sicherheitsbüro bringt man Weinwurm jetzt auch mit dem Opernmord in Verbindung.
Ein Polizeifoto von ihm wird in der Presse veröffentlicht und es wird gefragt, wer hat diesen Mann damals gesehen? Die Mordkommission erhält daraufhin zwei Hinweise, die den Verdacht, bei Weinwurm könne es sich um den Opernmörder handeln, erheblich verstärken. Die Frau eines Beamten aus dem Arbeitshaus Göllersdorf gibt an, Weinwurm, der nach Verbüßung einer Kerkerstrafe wegen eines Sexualverbrechens und Zuhälterei ins Arbeitshaus eingewiesen wurde, komme für den Opernmord am 12. März 1963 möglicherweise in Betracht, weil er wenige Tage vorher, nämlich am 5. März, aus dem Arbeitshaus entlassen worden sei. Von weit größerem Gewicht ist die Mitteilung eines Aufsehers aus dem gleichen Arbeitshaus. Er gibt an, dass Weinwurm bei seiner Entlassung zwei Messer bei sich hatte. Eines davon habe große Ähnlichkeit mit der Tatwaffe aufgewiesen, mit der Dagmar Furich ermordet wurde. Nun beginnt man sich eingehend mit dem Vorleben des Josef Weinwurm zu beschäftigen. Durch Studium der alten Gerichtsakten versucht man, ein konkretes Bild von der Person dieses Mannes zu gewinnen. Sollte es sich bei ihm tatsächlich um den Mörder der Ballettschülerin Dagmar Furich handeln, darf nach kriminalistischer Erfahrung angenommen werden, dass dieser Mord nicht sein erstes Verbrechen aus sexuellen Motiven gewesen ist. Im Strafregister Weinwurms finden sich, abgesehen von zahlreichen Eintragungen über Einschleich-, Gelegenheits- und Gewohnheitsdiebstahl, zwei Straftaten, die die Beamten der Mordkommission stutzen lassen. Der noch nicht ganz 17 Jahre alte Josef Weinwurm versuchte 1947 unter Bedrohung mit einer Pistole ein Schulmädchen zu zwingen, sich vor ihm auszuziehen. Nach seiner Festnahme erklärte er, er habe nur etwas sehen wollen. Die Mordkommission sieht in diesem Sexualattentat eine gewisse Parallele zu dem Sexualverbrechen an Dagmar Furich. Frappierende Ähnlichkeit mit dem Überfall auf die Hausfrau Emma Lasch weist ein anderes Verbrechen auf. Im Oktober 1949 versuchte Weinwurm, eine Frau zu berauben, wobei er ihr eine Papierschere an die Brust setzte. Auf ihre Hilferufe flüchtete er, konnte jedoch im oberen Stockwerk eines Nachbarhauses festgenommen werden. Weinwurm wird wegen dieser Straftaten vor Gericht gestellt und zu jedem einzelnen Fall von einem Gerichtspsychiater untersucht. Doch die Problematik solcher Untersuchungen zeigt sich wieder einmal nur zu deutlich. Im Gutachten bezüglich des Sexualanschlages auf das Schulmädchen heißt es, bei Weinwurm handelt es sich um eine psychopathische Persönlichkeit an der Grenze zur Psychose. Von einer Geisteskrankheit kann jedoch nicht die Rede sein. Aufgrund dieses Gutachtens wird Weinwurm verurteilt, die Strafe allerdings zur Bewährung ausgesetzt. Nach dem Raubüberfall mit der Papierschere wird er neuerdings von einem Psychiater getestet, dessen Gutachten aber dem früheren vollkommen widerspricht. Es lautet, der Beschuldigte ist in die Kategorie der Schizophrenen einzuordnen. Er ist als geisteskrank zu betrachten und als gemeingefährlich in einer geschlossenen Heilanstalt für Geisteskranke zu internieren. Weinwurm wird daraufhin im April 1949 in die Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof eingewiesen. Schon ein Jahr später wird er nach einem Gerichtsbeschluss als nicht mehr anstaltsbedürftig wieder entlassen. Fast zwangsläufig ergibt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wenn Weinwurm laut erstem Gutachten als geistig gesund anzusehen war, warum hat man ihn dann ein Jahr lang in einem Irrenhaus festgehalten? War er aber, wie das zweite Gutachten attestiert, geisteskrank und sogar gemeingefährlich, warum hat man ihn dann wieder herausgelassen? Seit 12 Tagen wird Weinwurm fast pausenlos von Beamten der Mordkommission verhört. Noch immer hüllt er sich in Schweigen. Doch eine gewisse Müdigkeit ist jetzt unverkennbar. Herr Oberkommissar. Ah, guten Morgen, Herr Kollege. Herr Oberkommissar, Moment mal bitte. Ja, was ist denn? Sie, das wird Ihnen interessieren. Ja, was denn? Der Weinwurm. Also es macht jetzt ganz den Anschein, der wird jetzt allmählich weich. Aber, da hat er einen gar. Nein, nicht das, was Sie meinen. Über den Opernmord soll ja auf Anweisung vom Chef mit ihm vorerst noch nicht gesprochen werden. Na, versteht sich. Sonst kommt er uns wahrscheinlich wieder mit seinen Bewusstseinsstörungen. Naja, und jetzt stellen Sie ihn vor, plötzlich und ganz von selber. Ich habe ihn, weiß Gott, nicht drauf angesprochen. Bietet er für den 12. März ein Alibi an? Ausgerechnet für den Tag, wo in der Oper der Mord passiert ist? Ha, den wir ihm bis jetzt aber noch gar nicht vorgehalten haben. Hm, das ist allerdings sonderbar. Nun, was hat er, was naja, hat er na, da? Er behauptet, dass er am 12. März über Salzburg nach München gefahren wäre, wo er sich dann einige Zeit lang aufgehalten hätte. Möchte also glauben machen, dass er am fraglichen Tag gar nicht in Wien gewesen ist. Mhm. Und das alles so aus freien Stücken. Das macht halt die Geschichte ein bisschen arg verdächtig. Na eh, werden wir ja sehen, was nach Überprüfung von diesem
Alibi noch übrig bleibt. Wenn das Alibi stimmt, dann müsste der Weinwurm auf alle Fälle mit einem der beiden Nachmittagszüge nach Salzburg gefahren sein. Mhm. Er hätte also zur Tatzeit um 17 Uhr gar nicht mehr in Wien sein können und wäre dann als Täter für den Opernmord außer Obligo. Wann er aber mit dem Wiener Walzer gefahren ist, Herr Polizeirat, der geht erst um 20 Uhr. Ich weiß, Herr Kollege, wenn das der Fall sein sollte, dann... Das müssen wir dann nicht nachweisen können, richtig, dass er erst mit dem Wiener Walzer... Richtig. Ja, bitte. Wir müssen die Züge überhaupt... Herr Polizeirat, der Salzburg-Reise, und der fährt nach München noch einmal einvernommen. Ja, und? Mhm. Jetzt behauptet er auf einmal, die Weiterreise nach München hätte erst am nächsten Tag antreten können, weil er in Salzburg keinen Grenzübertrittschein mehr gekriegt hat. Na, wieso denn das? Die Baustelle im Salzburger Hauptbahnhof macht doch bis 23 Uhr Dienst. Ja, sicher, das ist doch klar. Momentl. Ich glaube, jetzt hat er sich da rennt. Der Weinwurm Peppi. Ist er also doch mit dem Wiener Walzer gefahren. Und der kommt ja erst 5 Minuten vor Mitternacht nach Salzburg. Und dann hat er freilich keinen Grenzschein mehr gekriegt. Na was? Das möchte also bedeuten, der Weinwurm ist um 17 Uhr noch in Wien gewesen. Die Ermittlungen ergaben, dass Weinwurm am 12. März kurz vor 24 Uhr in einem Salzburger Hotel ein Zimmer genommen hatte. Die Salzburg-Reise als Alibi war zusammengebrochen. Der Kuriosität halber sei angemerkt, dass Weinwurm während der Tage, in denen er sich in München aufgehalten hatte, von der Schauspielerin Luise Martini 15 Mark, von deren Kollegin Evi Kent 20 und von dem Schauspieler Rolf Wanker 5 Mark herauszulocken verstand. Vermutlich hatte er sich dabei als ein in Not geratener Landsmann ausgegeben. Im Sicherheitsbüro wird Weinwurm von den Beamten betreff seiner Ankunft in Salzburg immer wieder in die Zange genommen. Nach 4 Tagen Bedenkzeit gibt er zu: Ja, ich bin am 12. März erst um Mitternacht in Salzburg gewesen. Mehr weiß ich nicht. Und weiter sagt er: Schickt's mir den Kieberer, der mich das allererste Mal einvernommen hat. Der hat menschlich mit mir geredet, zu dem habe ich Vertrauen. Der soll kommen, ich habe ihm was zu sagen. 10 Minuten später sitzt Weinwurm diesem Kriminalbeamten gegenüber. Sie haben nach mir verlangt, Weinwurm? Haben Sie mir was zum sagen? Aber das sage ich nur Ihnen, Herr Kommissär. Schön. Also, reden's. Machen wir's kurz. Ich bin der Opernmörder. Sie geben es also zu. Gut. Und jetzt erzählen's. Angefangen hat's eigentlich an einem Freitag. Freitag, der 8. März war's. Da hat das begonnen, was ich heute als menschliche Tragödie bezeichnen möchte. Nämlich meine eigene. Tragödie? Was wollen Sie denn damit sagen? An diesem Tag habe ich mich zum ersten Mal im Gebäude von der Staatsoper aufgehalten. Und beim Portier bin ich ohne weiteres vorbeikommen. Fast 2 Stunden bin ich im Haus herumgegangen. Begegnet ist mir kaum wer. In einem Seitengang vom 2. Stock habe ich dann hinter einer Tür Wasser rauschen gehört. Frauen haben sich drin unterhalten und da habe ich überhaupt erst gesehen, dass auf der Tür gestanden ist: Duschraum für Damen. Also habe ich halt durchs Schlüsselloch geschaut. Eine nackte Frau habe ich gesehen, sie hat sich gerade abtrocknet. Ich bin wieder weitergegangen, habe das Opernhaus verlassen. Aber da ist auf einmal wieder, ganz plötzlich, der Hass da gewesen. Dieser wahnsinnige Frauenhass, was mich in gewissen Situationen immer wieder bockt. Frauenhass? Wie kommen Sie denn auf sowas? Es ist eine lange Geschichte, Herr Kommissär. Im 40er-Jahr, ich bin damals in einem Hort gewesen. Die Kinderfreien dort, die haben mich derartig ungerecht behandelt. Und da habe ich ihn zum ersten Mal gespürt. Diesen Hass. Ja, aber da waren Sie doch erst 10 Jahre alt. Na und? Wie Sie dann erwachsen waren, wie ist denn da Ihr Verhältnis zu Frauen gewesen?
Offen gesagt, Herr Kommissär, eigentlich habe ich zu Frauen nie so sein können, wie es normal sein möchte. Ich habe mich auch nie so richtig verlieren können. Und so ist der Hass auf die Weiber halt immer größer geworden. Naja, das ist ja eigentlich mehr was für einen Psychiater. Aber jetzt erzählen Sie weiter. Ein paar Tage habe ich mich wieder stundenlang ums Opernhaus herumtrieben. Nix wie die nackte Frau im Kopf. Am 12. März habe ich mich dann wieder ins Opernhaus reingeschlichen. Haben Sie da eine bestimmte Absicht verfolgt? Ehrlich, Herr Kommissär, ich habe ganz einfach irgendeine Frau niederstechen wollen. Niederstechen? Ja, warum denn? Warum? Weil ich mich beim Stechen abreagiere. Weiter. In einem Seitentrakt bin ich über die Stiegen auf. Und zwischen dem zweiten und dritten Stock bin ich eine Weile auf der Treppe gestanden und hab passt, bis eine Frau daherkommt. Das Fixiermesser habe ich ganz offen in der Hand gehabt. Hätte jeder sehen können. Aber ich habe umsonst gewartet. Und darum bin ich jetzt drauf bis zum vierten Stock, wo die Ballettschule ist. Und da habe ich ein Mädel gesehen. Naja, so 16 Jahre alt. Die ist über den Gang zum Abort gegangen. Ich bin ihr nachgeschlichen. Da ist aber plötzlich ein Mann in einem Arbeitskittel die Stiegen raufgekommen. Und da bin ich wieder umgekehrt und zum zweiten Stock runter. Haben Sie dabei immer das Messer in der Hand gehabt? Ach, da nimmer. Das habe ich jetzt in der Manteltasche gehabt. Und im zweiten Stock, was war? Mein Gott, ich bin halt wieder auf der Bas gelegen. Immer noch auf eine Frau? Ja, aber plötzlich habe ich von unten her Kinderstimmen gehört. Da habe ich mich in eine Wandnischen gedruckt, bis die Madeln an mir vorbei gewesen sind. Aber dann ist noch ein Mädel gekommen. Allein. Wo willst denn du hin, Kinderl? Zum vierten Stock, bitte, in die Ballettschule. In die Ballettschule. Die Ballettstunde, die findet heute ausnahmsweise woanders statt. Ja, wo denn bitte? Na, komm nur mit mir, ich zeig das schon. Dankeschön. Ja, wir werden es schon miteinander finden, weißt? So, da drinnen ist heute die Ballettstunde. Da komm nur rein. Aber wo sind denn die anderen Kinder? Na, die werden gleich kommen. Darf ich bitte meinen Mantel dort aufhängen? Ja, freilich. Und dein Handtascher, das kannst du auf die Bank legen. Sind Sie bitte auf dem Ballett? Nein, ist gerade nicht. Weißt, ich bin der Doktor. Bist du überhaupt schon untersucht worden? Nein, bitte. Ja, dann zieh dich nur gleich einmal aus. Ausziehen? Ja, ja, mach schon. Auch die Strumpfhosen. Ja, und weil sie jetzt um Hilfe geschrien hat, habe ich es mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sie ist durch den ganzen Raum geflogen. Und weil sie immer noch geschrien hat, habe ich es beim Hals gepackt. In mir ist wieder einmal dieser Hass, dieser furchtbare Hass hochgestiegen. Auf einmal war halt das Messer in meiner Hand. Hören's auf! Verschonen Sie mich gefälligst mit diesen grauenvollen Einzelheiten. Es muss ja sowieso dann alles protokolliert werden. So geh ich nix mehr. Sie reden immer von Ihrem furchtbaren Frauenhass. Aber in der 12-jährigen Dagmar Furich können Sie doch bei Gott keine Frau gesehen haben. Dieses unschuldige Kind können Sie doch nicht gehasst haben. Darauf weiß ich keine Antwort, Herr Kommissar. Sagen Sie, vor einigen Jahren hat man Sie doch zweimal psychiatrisch untersucht. Sie sind ja auch auf ein Jahr in einer Heilanstalt gewesen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass Sie 1953, wo Sie wieder einmal straffällig worden sind,
neuerdings psychiatriert wurden. In dem erstellten Gutachten heißt es, für eine Geisteskrankheit liegt nicht der geringste Anhaltspunkt vor. Es handelt sich bei Weinwurm einfach um einen Kriminellen. Ich selber habe ja nie behauptet, dass ich geisteskrank bin. Und da gibt's halt immer wieder Zeiten, wo ich die Kontrolle über mich verliere. Sonst bin ich wie jeder andere Mensch. Wie jeder andere Mensch. Sonderbar. Ihre Eltern, ihre Geschwister, alles achtbare Leid. Doch lassen wir das. Ich will Ihnen jetzt auch nicht mit der abgedroschenen Phrase kommen, ob Sie Ihre Tat bereuen. Nur eins möchte ich gern wissen. Wenn man Sie jetzt aus der Haft entlassen tät, täten Sie wieder solche Taten begehen? Ja, aber schuld sind dann die, die mich rauslassen. Am 6. April 1964 findet der Strafprozess gegen Josef Weinwurm, den sogenannten Opernmörder, statt. Das psychiatrische Gutachten von zwei Wiener Experten erarbeitet und in vierstündiger Rede dem Gericht vorgetragen, kommt zu folgendem Resümee. Es konnte kein Hinweis dafür gefunden werden, dass der Angeklagte an einer Geisteskrankheit leidet. Aufgrund eingehender Untersuchungen handelt es sich bei ihm um eine abwegige Persönlichkeit, einen Psychopathen, der voll verantwortlich ist. Sein angeblicher Frauenhass mag wohl vorhanden sein, kann aber sein Wollen nicht so stark beeinflusst haben, dass er nicht mehr wusste, was er tat. Am 10. April wird das Urteil verkündet. Es lautet: Lebenslänglicher Kerker. Ein hartes Lager und einen Fasttag monatlich. Dunkelhaft an jedem 12. März, 17. Juni, 30. Juli und 2. August. Schuld sind dann die, die mich herauslassen. Über diesen Satz sollte man vielleicht nachdenken. Der Mord im Opernhaus, nachgezeichnet von Karl Bogner.